Hallo Leute, ich bin's wieder, der Herr der Gamer. Im letzten Part waren wir stehen geblieben, nachdem Dekobaum seiner Geschichte, dass er vom Fluch, von einem Fluch geplagt wird, und jetzt treten wir in ihn hinein. Los Link, beeil dich. Yay, in die Dunkelheit. Im Dekobaum. Sehr schön. Klick. Ich habe einen Stock gekriegt. Was möchtest du denn? Schau doch, Link, wenn du gelbe Taste nach oben drückst, dann kannst du durch das Netz nach unten sehen. Ach so, natürlich. Wow. Kennen wir schon. Ja, hätte ich gedacht, aua. Jawohl. Die Dekonuss! Wir rüsten uns mal mit der Dekonuss aus, denn die werden wir noch sehr oft brauchen, wobei wir den Stock auch noch brauchen. Also rüsten wir uns auch mit dem Stock aus und speichern! Ha, voll gedisst! Wir benutzen die Leiter, um hoch zu klettern. Hoppa! Los, Link! Jawohl! Nichts. Da ist die Karte drin. Glaube ich. War da die Karte drin? Ja. Nein. Ja, doch. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm blablabla auszuwählen. Dankeschön. Listen! Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Kann ich bestimmt. Allerdings sind das Spinnen, die mich dann töten werden. Navi. Hast du überhaupt gelernt? Schau wieder. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Sehr gut. Öffnen. Was? Ja, komm, schieß auf mich. Bam, jetzt. Oh, du bist ein Arschloch. Cheater. Ja. Vergebung her. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus größerer Höhe und drückst bei der Landung den Knüppel nach vorne, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Ein Herz. Wutsch. Sehr gut. Hopp. Jump. Ja. Eine Kiste. Eine große Kiste. Aber ich gehe erst da hoch. Ey, verdammt. Ich habe nur ein Herz gekriegt. Die Feenschleuder! Jawohl, wir haben die Feenschleuder. Danke, ich weiß, was man mit der machen kann. Ja, Dekokern. Ach verdammt, wir haben kein... Ah doch, wir haben... Anfangs haben wir immer 30 Dekokerne. Ja, wir sollten uns mal mit der Schleuder ausrüsten.
Und speichern. Feuer frei. Sehr gut. Klick, 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 klick. Was? Jawohl. Stirr. Ja. Fire in the hole. Deko-Kerne. Verdammt, daneben. Jetzt habe ich dich getroffen. Was lässt du liegen? Yay, noch mehr Deko-Kerne. Hoch, Link, hoch, hoch. Boah, du bist voll durchtrainiert. Ja. Klick. So, stirb, du Riesenspinne. Und lass halt nichts liegen. Ey, da kommt was geflogen. Nein, das bin ich, bin nur ein dieser kleine Schatten dort. Ja, wir gehen mal hier rein, in die nächste Tür. Batz, na zu. Erstmal töte ich dich. Jawohl, ja. Komm, 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 komm her, komm her, komm her, komm her. Gegeben. Hopp. Die Skulltula, eine goldene Skulltula. Och. Hallo? Also, geht doch. Yeah, du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du hältst dafür eine Skulltula-Symbol. Eine Skulltula-Symbol, yay. Da ist ein Herz drinne. Ha, bin ich gut. Yay, ich sehe schon wieder, meine Zeit wird knapp. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch super gut gefallen hat, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und ihr könnt auch liebend gern kommentieren. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer der Herr der Gamer.